Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum jetzt schon 11. Part von The Last Campfire. Bevor wir, also soll heißen Amber und ich euch erklären, was wir jetzt zu tun haben, seid doch so lieb, bewertet gerne das Video, lasst ein Like, dann ein Abo, aktiviert das Glöckchen und viel Spaß. Wer sich noch an das letzte Mal erinnern kann, der weiß, dass hier eigentlich drei Forlorns waren und die sind jetzt irgendwie nicht mehr da. Wir waren zwischendurch beim Waldkönig drin, haben eine Feder geschenkt bekommen, die ich euch gerne zeigen würde, aber irgendwie funktioniert. Aha, da. Da ist die Feder. Die haben wir geschenkt bekommen vom Waldkönig. Ich glaube, dieser Kerl ist mit Vorsicht zu genießen. Und ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass ich hier. Die Reisenden sind verschwunden. Ihnen blieb nur das Lagerfeuer. Die Asche war noch warm. Vogelspuren fanden sich in der Asche. Aha. Der Waldkönig hat hier also jemanden entführt. Wait. Konnte ich da gerade noch. Nee, konnte ich nicht. Okay. Hier steht auch noch so ein Hansel. Der steht mir im Weg. Das ist schon mal nicht schön. Wir gucken jetzt erstmal, was hier noch ist. Oh, hier steht einer. Guck mal. Der Fremde beugte sich vor. Ich weiß, wie verrückt das klingt. Doch, mein Freund, diese Vögel sind in Wirklichkeit nur Kluten. Verkleidet. Ach was. Auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen. Okay, also ich schätze mal, wir sollen irgendwie den Fahrstuhl hochholen, um weiterzukommen. Aber wie machen wir das? Wir fragen mal erstmal hier. Die Wache kreischte. Zurück! Keinen Schritt näher! Was ist dort unten? Dort unten war nichts außer Traurigkeit und ein sich im Kreis drehender Forlorn. Geh zum Waldkönig. Er wird dir helfen, deinen Sinn zu finden. Wir zeigen mal die Feder. Wir zeigen, dass wir dazugehören. Du hast also deine erste Feder bekommen. Beweise dich besser mal. Halte hier Wache. Versprich, dass du niemanden vorbeilässt. Ich kann das Gewackel nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Tja, wir halten uns natürlich nicht an die Regel. Wir gehen da jetzt einfach runter. Juckt mich doch nicht, wer da vorbei soll. Keine Ahnung. Amber mochte es nicht, die Vögel zu täuschen. Aber welche Wahl hatte es? Sie konnte nicht ewig an diesem Ort ruhen. Sie musste weitermachen. Richtig, wir müssen weiterkommen. Wir haben schließlich eine viel wichtigere Aufgabe, als diesem komischen Waldkönig zuzuhören. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt so gut war, hier runterzulaufen, weil ich weiß, oben war noch eine Treppe. Sollen wir nochmal nach oben und nach der Treppe gucken? Weil das hier unten scheint die Rätselbase zu sein. Oh mein Gott, ich kann nicht nochmal. Amber war nicht bereit, sich wieder den Vögeln zu stellen. Okay, das erklärt's. Super. Wäre ich mal eher hochgegangen. Schade eigentlich. Das Ostmoor. Halte B gedrückt, um zu sprinten. Ja, das weiß ich doch. Ich liebe das. Gibt's hier noch was? Oh ja. Kiste. Amber fand das Tagebuch des Wanderers. Der ölige Geruch von Fröschen. Sie wissen mehr, als sie zugeben möchten. Sie sehen mir zu, wie ich ihnen zusehe. Ja, Frösche sind so creepy. Okay, eine von zwei Truhen schon mal gefunden. Und hier sitzt ein Forlorn. Dieser Forlorn war nicht so wie die anderen. Der Forlorn flüsterte leise. Ich weiß, was ich brauche. Ich bin aber nicht bereit. Ich werde vielleicht niemals bereit sein. Deine Zukunft gehört dir, Fremder. Meine gehört aber mir. Amber ließ den Forlorn mit seinen Gedanken alleine. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht würde es das niemals sein. Wow, das klingt alles total trüb und traurig. Okay, hier komme ich nirgendwo runter, also müssen wir hier lang. Gut zu wissen. Amber eilte davon, weg von den Vögeln. Auch deswegen sollte ich sprinten. Der Nebel
hing eng an Amber und verschleierte ihn. Der Waldkönig schien verängstigt, die Vögel waren grausam. Amber würde eher riskieren, einsam und verlassen zu sein, als wie sie zu werden. Dort draußen würden andere sein, die Hilfe benötigten und vielleicht einen Weg, um weiterzumachen. Sorry, aber der Text war so schnell. Das war schon fast gemein. Ah, was ist das? Lol. Ich weiß nicht, was mir das gebracht hat, aber... I mean, let's talk about... Die Dinger sehen voll eklig aus, wenn die... nackt sind. Hä? Das sieht voll schräg aus. Okay, hüpfen. Und hüpfen. Und hüpfen. Und nochmal. Okay, hier sind noch mehr von den Dingern. Ich weiß gerade nicht, ob das einfach nur nett aussieht oder ob mir das was bringt. Oh, hier liegt eine Libelle drin. Tut die mir was? Nö. Frosch, weg ist er. Ich verstehe die Meta von diesen Frischen nicht, ey. Oh, da sitzt einer. Den kann ich bestimmt fragen. Sonst noch irgendwas? Nö. Der Reisende schien betrübt zu sein. Ich bin mir sicher, dass es in Ordnung ist. Es wird ihm gut gehen. Es ist aber schon eine Weile her seitdem. Es ist meine Schuld. Was ist deine Schuld? Ich würde mal sagen, da ist jemand abhanden gekommen. Ich sollte mir mal abgewöhnen, ständig irgendwo reinzurennen. Da hinten ist jemand. Der Reisende flüsterte leise. Egal, wo ich hingehe, ich lande schließlich immer hier. Egal, wo ich hingehe, immer hier. Okay, das ist creepy. Wait, wenn ich jetzt zurückgehe, lande ich dann auch wieder in der Mitte? Oh mein Gott, bitte nicht. Oh Gott. Okay, also das merken wir uns, dass wir da rein können. Aber ich möchte erst fertig erkunden. Die Libelle macht mich etwas kirre. Ein Fisch. Ha, guck mal, hier ist nämlich noch eine Kiste. Siehst du? Hätte ich beinahe vergessen. Amber entdeckte einen Tagebucheintrag. Die Dämmerung wirft die längsten Schatten. Die Laterne verleiht mir ein gutes Gefühl. Sanfte Melodien von daheim. Die wilden Dinge hören zu. Gelbe Augen zwischen grauen Bäumen. Mhm. Klingt jetzt nicht so nice. So. Jetzt haben wir auch hier unten, glaube ich, alles gehabt. Glaube ich doch, oder? Da war ja nichts mehr. Nee, da war ein Stein. Also gehen wir hier durch. Wusch. So. Jetzt sind wir schon wieder hier. Was genau uns hierbei erwartet, was hier passieren wird, passieren kann, das sehen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, ja, würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Euer Malvini. Tschüss.